als nächster Redner gleich beantworten. Für die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Minister, gleich vorab, wir finden zu Fröhlichkeit in Bezug auf Ihren Haushalt nur wenig Anlass. Und ich möchte gern zum Bundesamt für Verfassungsschutz, zu den Geheimdiensten sprechen, auch zum Sport etwas sagen. Zum Thema Geheimdienste hat SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann dieser Tage dem Spiegel ein sehr aufschlussreiches Interview gegeben. Darin heißt es unter anderem, Zitat, wenn die Dienste die Informationen über den NSU richtig verarbeitet und ausgetauscht hätten, hätte eine in der deutschen Nachkriegszeit beispiellose Verbrechensserie wohl verhindert werden können. Das ist eine der größten Niederlagen der deutschen Sicherheitsbehörden überhaupt. Die Verfassungsschutzämter von Bund und Ländern haben kollektiv versagt. Ende des Zitats. Wir als Linke teilen diese Auffassung. An anderer Stelle heißt es, wieder Zitat Oppermann, leider wurde der Rechtsextremismus über viele Jahre systematisch unterschätzt. Die Behörden haben den brisanten Moment, als der Rechtsextremismus von der offenen Gewalt gegen Ausländer und Flüchtlinge über national befreite Zonen in den terroristischen Untergang gegangen ist, schlicht verpasst. Ja, auch das ist leider zutreffend. Und der SPD-Fraktionschef zieht durchaus verbal die richtigen Schlussfolgerungen, wenn er darauf drängt, dass die Rechtsgrundlagen der Dienste grundlegend revidiert werden. Wir als Linke gehen da noch einen deutlichen Schritt weiter und stellen nicht zuletzt nach dem Versagen in Sachen NSU und bei der Spionageabwehr beim NSA-Skandal die Existenzberechtigung von Geheimdiensten grundsätzlich infrage. Soweit geht Herr Oppermann nicht. Er fordert aber immerhin eine generelle Überarbeitung des BND-Gesetzes sowie des G10-Gesetzes und eine spürbare Verbesserung der parlamentarischen Kontrolle. Doch Ankündigungen sind das eine. Die Realität sieht leider anders aus. Und deshalb frage ich die Koalitionäre von Union und SPD 3 Jahre nach der Aufdeckung der NSU-Verbrechen und fast 1,5 Jahre nach den Enthüllungen Edward Snowdens über die massenhafte Überwachung der NSA, auch hier bei uns in Deutschland, wo ist denn der Entwurf für ein neues BND- oder G10-Gesetz? Wo ist der Entwurf für eine Novellierung des Gesetzes zur Arbeit der parlamentarischen Kontrollkommission, des Kontrollgremiums? Wo sind die Konsequenzen der Bundesregierung aus den Aussagen hochkarätiger Verfassungsrechtler vor dem NSA-Untersuchungsausschuss, nach denen zumindest ein Teil der Tätigkeit des BND ohne jegliche Rechtsgrundlage stattfindet? Überall Fehlanzeige. Doch daran werden sie gemessen und nicht an Absichtserklärungen. Und statt mit der grundlegenden Reform, meine Damen und Herren, auch nur zu beginnen, machen Sie im vorliegenden Haushaltsplan etwas ganz anderes. Sie schanzen den Diensten erst einmal weitere Mittel über Jahre hinweg in dreistelliger Millionenhöhe zu, ohne dass sich an der Arbeitsweise der Dienste auch nur irgendetwas geändert hätte. Es ist doch geradezu absurd, dass die Geheimdienste für ihr Versagen bei NSU und NSA de facto noch mit zusätzlichen Steuergeldern belohnt werden. Für uns als Linke ist das inakzeptabel. BND und Verfassungsschutz sollen weiter aufgerüstet werden, um mit den Überwachungstechniken der Amerikaner künftig halbwegs mithalten zu können. Das ist doch der völlig falsche Weg. Wo ist eigentlich, frage ich Sie, wo ist das millionenschwere Programm zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger sowie der Unternehmen hier in Deutschland vor Ausspähung und Spionage? Davon findet sich nichts im vorliegenden Plan für 2015 und auch deshalb wird die Linke diesen Haushalt ablehnen. Einige Anmerkungen zum Sportetat. Der Haushaltsausschuss ist gegenüber dem ursprünglichen Ansatz für 2015 hinausgegangen und hat die Mittel dort um 15 Millionen aufgestockt. Das begrüßen wir, das ist positiv. Und ohne die Anhebung hätte tatsächlich die Gefahr bestanden, dass der deutsche Spitzensport noch weiter in die Mittelmäßigkeit abrutscht, wie es ja der DOSB in seiner Presseerklärung selbst formuliert hat. Wir verstehen die jetzige Entscheidung so, dass es anders als beispielsweise in Großbritannien bei uns weiterhin eine umfassende Spitzensportförderung geben soll, die sich nicht allein an medaillenträchtigen Sportarten ausrichtet. Auch die Verstetigung der Mittelzuweisung für das Programm Integration durch Sport bis 2017 ist richtig und sinnvoll. Allerdings gibt es leider auch im Sporthaushalt durchaus Defizite. Über künftige deutsche Olympiabewerbung kann man trefflich streiten, Herr de Maizière. Ich persönlich bin für überzeugende Konzepte durchaus offen. Aber man muss doch zum Beispiel zur Kenntnis nehmen, dass es allein in Berlin über 1.000 sanierungsbedürftige Sportstätten gibt. Einen derartigen Investitionsstau können die Länder allein kaum bewältigen. Und deshalb bleiben wir als Linke bei unserer Forderung
nach einem entsprechenden Förderprogramm des Bundes. Und wenn Sie jetzt hier so schimpfen, dann darf ich Ihnen sagen, dass die Sportpolitiker der Länder der CDU, CSU sich getroffen haben im März und allesamt einstimmig ein solches Förderprogramm des Bundes gefordert haben. Sie haben es aber abgelehnt im Ausschuss, in beiden Ausschüssen. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Wir verkennen nicht, dass es im Zuge der Beratung zum Innenetat einige vernünftige Korrekturen gegeben hat, so beispielsweise bei der Verbesserung der Finanzierung der Nationalen Anti-Doping-Agentur oder auch bei der Migrationsberatung für Erwachsene, die gerade wir als Linke immer unterstützt haben. Das ändert jedoch nichts an unserer grundsätzlichen Kritik an falschen Weichenstellungen im Einzelplan 06. Deshalb werden wir auch mit Nein votieren. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Hahn. Nächster Redner in der Debatte, Rüdiger Veit für die SPD.